die Einzelne und der einzelne Mensch soll möglichst frei sein und sein Leben so führen dürfen, wie sie oder er es will. Solange man keinem anderen schadet. Und man muss haften, Verantwortung übernehmen für seine Entscheidungen. Ich bin stolz darauf, dass ich mich an meinem 18. Geburtstag mal selbstständig gemacht habe. Ich habe meinen ganzen Lebensunterhalt, meine Miete, das Benzin für mein Auto, das habe ich alles selbst bezahlt, erarbeitet. Klischeemäßig konnte ich mir auch meinen ersten Porsche mit 19 leisten. Also aus der ganzen Mitte der Gesellschaft sind Menschen, die nach Arbeit suchen, Menschen aus der ganzen Gesellschaft, ganz repräsentativ, die organisieren sich bei uns. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil wo ist dann am Ende die Wertschöpfung, wenn alle sich nur gegenseitig dabei beraten, wie sie als Berater sich selbstständig machen? Wir würden den Markt ein wenig ordnen, indem wir alle Weiterbildungsangebote, die das wollen, zertifizieren. Ja. Und dann gibt es Punkte dafür. Gründen willst du alleine nur ein Gewerbe anmelden willst, es ist ein echter bürokratischer Wust. Man wird von einem zum anderen Amt geschickt. Wenn man jetzt nur für sich selber ein Gewerbe anmelden will, wo man es über 18 Jahre alt geht, bist du unter 18 ein Riesenproblem. Bei uns haben wir jetzt während der Corona-Pandemie gelernt, werden Infektionsketten noch mit dem Faxgerät nachverfolgt. Unsere Gesellschaft insgesamt sehr wohlhabend, ja. Und es lief auch sehr gut automatisch die letzten 10 Jahre. Die Zinsen gingen runter, deshalb hat der Staat immer mehr Geld gehabt, der musste für seine alten Schulden nichts zahlen. Unsere Produkte waren gut, der Euro war relativ schwach auf den Weltmärkten, also haben sich die Autos verkauft wie geschnitten Brot. Von Tesla hat man noch nichts gehört und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich ändert sich die Welt. Wir haben Klimaschutz, wir haben Digitalisierung, wir haben Chinesen, die viel selbstbewusster auf dem Weltmarkt auftreten. Und jetzt stellen wir fest, oh, unser Wohlstand, wie wir ihn hatten, ist kein Versprechen für die Zukunft, sondern der muss jetzt neu erarbeitet werden. Ich nenne das Silicon Valley Plattformkapitalismus, weil diese Apples, Googles, Facebook, Amazon, die sind so mächtig, dass sie im Prinzip die Regeln des Spiels anderen diktieren können. Dass das ein Unternehmen mehrere soziale Netzwerke und einen Messenger-Dienst zugleich hat und die Daten miteinander austauscht, das ist zu große Marktmacht, das müssen wir auseinanderschrauben. So, das ist die Aufgabe des Staats als Schiedsrichter. Die Regeln muss der Staat bestimmen, der Staat muss auch über die Regeln wachen, das kann man nicht privatisieren Richtung Google. Wahlkampf bedeutet, dass sich Menschen um dich bemühen. Wahlkampf bedeutet, dass man eine Auswahlmöglichkeit hat. Wie viele Menschen auf der Welt würden sich freuen, wenn es Wahlkampf bei ihnen gäbe? Ich bin total überzeugt von der Marktwirtschaft. Die löst Probleme. Wir müssen nur die Marktwirtschaft so programmieren, dass sie das Problem Umweltschutz und Klimaschutz löst. Gegenwärtig hat die Marktwirtschaft das Problem Wohlstand gelöst.
deshalb glaube ich, dass dieser Prozess, Innovation anzustoßen, am Ende den Klimaschutz sogar günstiger macht, als wenn wir es heute mit Verboten, wie andere Parteien das wollen, auf den Weg bringen. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts, der 20er Jahre, müssen wir bei der Digitalisierung Weltspitze sein, sonst brauchen wir es gar nicht mehr probieren später. Wenn man sich das Programm von Grünen und SPD ansieht, mir fehlt die Fantasie, welches Angebot die wo der FDP machen wollen. Das sind Parteien dezidiert links der Mitte und die FDP ist eine Partei aus der Mitte. Wir beobachten die Situation, wir schauen uns die Wahlprogramme an. Aber ich habe ein starkes Argument, das ist das Nein von 2017. Denn anders als Sie interpretiert haben, ist das Nein von 2017 jetzt nicht das Muss, dass man jetzt regieren muss, sondern im Gegenteil ist die Versicherung, dass jeder weiß, die FDP will gerne regieren und wir sind auch nicht fies davor, persönlich Karriere zu machen. Aber auf unser Wort ist Verlass. Wir machen nach der Wahl in der Sache nicht das Gegenteil, als wir vor der Wahl angekündigt haben. Was verbraucht Ihr Porsche auf 100 Kilometer? Ich fahre mit dem Auto 500 Kilometer im Jahr und er verbraucht etwa 8 Liter. Erstaunt Sie, ne? Das erstaunt mich. Wer nicht geimpft ist, der wird leider in Kauf nehmen müssen, dass sie oder er sich testen lassen muss. Aber wenn Geimpfte, Genesene und negativ Getestete gleichermaßen kein Risiko für ihre Mitmenschen sind, dann verbieten sich dort Grundrechtseingriffe. Testbasierte Öffnungskonzepte hätten uns in den vergangenen Monaten auch bei geringerer Impfquote schon mehr gesellschaftliches Leben eröffnen können. Das Stichwort hier ist das Tübinger Modell, was ja seinerzeit durch die Bundesnotbremse vom CDU-geführten Kanzleramt ja gestoppt worden ist. Und deshalb halte ich auch für den Herbst es für nicht verhältnismäßig, wenn negativ Getestete, nicht Geimpfte wieder harten Freiheitseinschränkungen unterworfen werden. Die Erderwärmung kann nicht gestoppt werden. Denn wir, ein wohlhabendes Land, wir können vielleicht verzichten auf Wachstum oder können uns einschränken. Aber als Realist sage ich, China, Südamerika, Afrika, die werden uns in den Verzichtsweg, Degrowth, nicht folgen. Milliarden Menschen können überhaupt gar nicht auf Wohlstand verzichten, weil sie nämlich gar keinen haben. Wir müssen Technologien, die ja oft schon entwickelt sind, in Deutschland einsetzen als Modellstandort, die dann aber im globalen Maßstab, wenn sie eingesetzt werden, erst die wirklichen Beiträge leisten. Wir haben Ingenieurinnen, wir haben Techniker, wir haben viel privates Kapital. Wenn wir das auf dieses Ziel konzentrieren und mobilisieren, dann können wir nicht nur unsere eigenen Klimaziele erreichen, sondern wir können Modellstandort werden für eine dekarbonisierte Wachstumsgesellschaft. Wir müssen das Kraftwerk am Netz lassen, weil wir es nicht ersetzen können durch andere Energie. Und da wäre ich gerne derjenige, der schnell durch beschleunigte Planungsverfahren dafür sorgt, dass wir im industriellen Maßstab, zum Beispiel vor der Küste, Windenergie bekommen, damit wir schnellstmöglich verzichten können auf die Braunkohle. Der Markt wird die Braunkohle ganz schnell vom Netz nehmen. Die
Die Aufgabe muss nur sein, durch Qualifikation, durch eine prosperierende Wirtschaft, durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ich denke jetzt an alleinerziehende Frauen, dafür zu sorgen, dass niemand dauerhaft Bezieher eines Mindestlohns sein muss, sondern dass es die Chance gibt, eben in andere, besser bezahlte Jobs zu wechseln. Ich bin offen dafür, dass wir die Behörden, die sich um Geldwäsche kümmern, dass wir die handlungsfähig machen. Bin ich sofort dabei. Aber eine pauschale Bargeld-Obergrenze, dass man den Gebrauchtwagen für 12.000 Euro nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann, direkt, wenn man irgendwo ist, das halte ich für falsch. Da haben im Übrigen auch in den digitalen Medien nicht einen Zugriff auf den geheimsten und persönlichsten Bereich geben. Die FDP klagt deshalb gerade gegen die Möglichkeiten, die von der Großen Koalition gesetzlich geschaffen worden sind, in Messenger reinzuschauen, weil da Hintertüren geschaffen werden, die im Zweifel nicht nur von Behörden, sondern auch von Kriminellen genutzt werden. Wir brauchen zum anderen auch in Herkunftsstaaten die Möglichkeit, Anträge auf Asyl in Europa zu stellen, um legale Wege in unser Land oder nach Europa zu schaffen. Im Übrigen glaube ich auch, dass wir legale Möglichkeiten für die qualifizierte Einwanderung, also nicht Asyl, eröffnen müssen. Von meinem 18. Geburtstag an bestreite ich meinen Lebensunterhalt selbst. Die Aufgaben, die vor uns liegen in den nächsten Jahren, sind tatsächlich enorm. Es geht um die Bewältigung des Klimawandels, Sie haben es angesprochen. Es geht um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und dabei muss ja eine freiheitliche Lebensweise und dabei muss auch unser Wohlstand, müssen Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wer wird dann wichtige Rollen zum Beispiel für die Finanzen einnehmen? Und letztlich ist die Frage der nächsten Wochen, soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein? Er will die Schuldenbremse aufweichen, er möchte die Steuern erhöhen. Er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen. Oder soll das ein Finanzminister der FDP sein? Ich wäre bereit, das zu übernehmen. Mit dem Respekt vor der Schuldenbremse, mit der klaren Ansage, Steuern sollten im Höchststeuerland nicht erhöht werden, wenn wir Jobs und private Investitionen wollen. Und jetzt können die Menschen urteilen, was sie für das Land für eine bessere Lösung halten. Wie würden Sie 10.000 Euro investieren? Ernst gemeinte Frage. Ich bin kein Anlageberater. Ich rate aber ab, es so zu machen wie Olaf Scholz, Stichwort Sparbuch. Ich würde mir drei ETFs aussuchen. Ein ETF MSCI World, ein ETF Dow Jones, ein ETF DAX. Wer will, dass unser Land weiter aus der Mitte regiert wird, der darf Schwarz und Grün nicht alleine lassen. Die anderen Sachen, vertrauen Sie mir, sind reine Spekulation, sind Wahlkampfgeplänkel. Die entscheidende Frage ist Schwarz-Grün oder Jamaika. Das ist die Situation jetzt gut 60 Tage vor der Wahl. Und wenn Sie mich da fragen, wofür ich kämpfe, natürlich nicht dafür, dass Schwarze und Grüne es alleine machen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr staatliche Aufgaben und Ausgaben gehabt. Nicht da, wo wir sie brauchten, Stichwort Katastrophenschutz oder Bildung und Digitalisierung und Justiz und Bundeswehr, sondern bei der Umverteilung, sondern bei Subventionen. Und da sehen Sie die Aufgabe, die, wie ich glaube, vor allen Dingen von einem Liberalen
Finanzminister gut geleistet werden könnte, den Ausgabepolitikern auf der anderen Seite zu sagen, erst muss der Wohlstand erwirtschaftet werden, bevor er danach verteilt werden kann. Und deshalb wollen wir genau da ansetzen. Wir wollen beim sogenannten Mittelstandsbau ansetzen, ihn dämpfen. Und zum Zweiten müssen wir dafür sorgen, dass in Deutschland private Investitionen möglich werden. Wir wollen Klimaschutz. Das ist überwiegend eine Aufgabe, wo privat investiert werden muss. Uns geht es darum, dass in unserem Land auch wieder investiert wird. Und für den Handwerksmeister, der den 3D-Drucker anschaffen will, oder den Dachdecker, der eine Drohne braucht, da ist die Einkommensteuer oft auch der betriebliche Steuersatz. Der entscheidende Ansatz ist aber ein anderer. Diese Verteilungsdebatte, die von links geführt wird, die Grünen wollen ja den Spitzensteuersatz auch erhöhen, die da geführt wird, verkennt total, dass die Familienbetriebe die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Und da bekenne ich mich dazu. Jawohl, wer es nicht mag, kann was anderes wählen. Ich halte es für notwendig, dass die Familienbetriebe die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen, die in Klimaschutz investieren sollen, dass die Möglichkeiten bekommen. Und es wird ein ganz starker Grund sein, FDP zu wählen. Es handelt sich nicht um diejenigen, die da von allem profitieren, die Yachten in Südfrankreich besitzen, Villen und Sportwagen, sondern es sind die Menschen, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen. Dass wir dort den Menschen nicht mehr Möglichkeiten schaffen, auch persönlich, selbst wenn es nur ein kleiner Anteil ist, eine eigene Altersversorgung aufzubauen. Und das ist übrigens auch ein Punkt, wo nicht diejenigen, die gut gestellt sind, die FDP brauchen, sondern diejenigen, die sich überhaupt mit Fleiß und Sparsamkeit etwas aufbauen wollen, die können sich an uns wenden. Wer langfristig in Wertpapieren spart, und wenn es nur 20 Euro im Monat sind, der soll am Ende den Veräußerungsgewinn nach einigen Jahren steuerfrei haben, damit sich eben für Millionen Wertpapiere lohnen und nicht nur für Millionäre. Die einzelne Aktie steigt, ein Aktienmarkt fällt einmal auch, aber die Idee hier ist ja, global anzulegen, nicht ein einzelnes Papier. Und da kann und sollte sich auch jeder informieren, dass das eine sichere Anlageform ist. Und wir können von anderen lernen. Wie gesagt, Schweden, das ist nun wirklich ein Land, das eher sogar sozialdemokratisch traditionell geprägt ist. Wenn die etwas einführen, ich glaube, dann können wir ohne Sorge uns davon inspirieren lassen. Die FDP hält gar nicht am Verbrenner fest. Die FDP hat nur keine Vorliebe für irgendeinen Antrieb. Und das ist der Unterschied. Wir sagen, wir wollen ein festes CO2-Limit in unserem Land haben. Aber wie dann dieses Budget, das streng limitiert ist, verteilt wird, das möchten wir gerne marktwirtschaftlich entscheiden. Das soll in der Konsumentensouveränität stehen. Unser Problem in Deutschland ist, dass gerade in der Energie- und Klimapolitik, wie Ihre Kollegen von der FAZ schrieben, ein Labyrinth von Regeln, Bürokratismus, Subventionen und Verboten entstanden ist. Darin haben wir uns verloren. Jetzt brauchen wir marktwirtschaftlich, technologieoffen Klimaschutz. Der wird dann auch zu einem Exportschlager für die Welt. Geimpfte, Genesene, negativ Getestete. Da muss ein Lockdown ausgeschlossen sein. Es zeigt sich, dass auch die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen von Lockdowns unterschätzt werden. Seit ich 14 bin, ist die FDP meine politische Heimat. Viele haben nicht das Selbstbewusstsein, auch gegenüber einem
mit 50-jährigen Geschäftsführer zu sagen, das, was sie gemacht haben bisher, das sind überkommene Strukturen. Die haben in der Vergangenheit Erfolg gesichert, können ihn aber in der Zukunft nicht mehr garantieren. Sie müssen umdenken. Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima. Wenn man in der Schule sitzt und man sitzt seine Zeit ab, weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich so vor, als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime. Probleme sind nur dornige Chancen. Nie gab es mehr zu tun. Die Einzelne und der einzelne Mensch soll möglichst frei sein und sein Leben so führen dürfen, wie sie oder er es will, solange man keinem anderen schadet. Und man muss haften, Verantwortung übernehmen für seine Entscheidungen. Ich bin stolz darauf, dass ich mich an meinem 18. Geburtstag mal selbstständig gemacht habe. Ich habe meinen ganzen Lebensunterhalt, meine Miete, das Benzin für mein Auto, das habe ich alles selbst bezahlt, erarbeitet. Klischeemäßig konnte ich mir auch meinen ersten Porsche mit 19 leisten. Also aus der ganzen Mitte der Gesellschaft sind Menschen, die nach Arbeit suchen, Menschen aus der ganzen Gesellschaft, ganz repräsentativ, die organisieren sich bei uns. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil wo ist dann am Ende die Wertschöpfung, wenn alle sich nur gegenseitig dabei beraten, wie sie als Berater sich selbstständig machen? Wir würden den Markt ein wenig ordnen, indem wir alle Weiterbildungsangebote, die das wollen, zertifizieren. Ja. Und dann gibt es Punkte dafür. Gründen willst du alleine nur ein Gewerbe anmelden willst, es ist ein echter bürokratischer Wust. Man wird von einem zum anderen Amt geschickt. Wenn man jetzt nur für sich selber ein Gewerbe anmelden will und man ist über 18 Jahre alt, geht's, bist du unter 18, Riesenproblem. Bei uns haben wir jetzt während der Corona-Pandemie gelernt, werden Infektionsketten noch mit dem Faxgerät nachverfolgt. Unsere Gesellschaft insgesamt sehr wohlhabend, ja. Und es lief auch sehr gut automatisch die letzten 10 Jahre. Die Zinsen gingen runter, deshalb hat der Staat immer mehr Geld gehabt, der musste für seine alten Schulden nichts zahlen. Unsere Produkte waren gut, der Euro war relativ schwach auf den Weltmärkten, also haben sich die Autos verkauft wie geschnitten Brot. Von Tesla hat man noch nichts gehört und so weiter und so fort. Und jetzt plötzlich ändert sich die Welt. Wir haben Klimaschutz, wir haben Digitalisierung, wir haben Chinesen, die viel selbstbewusster auf dem Weltmarkt auftreten. Und jetzt stellen wir fest, oh, unser Wohlstand, wie wir ihn hatten, ist kein Versprechen für die Zukunft, sondern der muss jetzt neu erarbeitet werden. Ich nenne das Silicon Valley-Plattformkapitalismus, weil diese Apples, Googles, Facebook, Amazon, die sind so mächtig, dass sie im Prinzip die Regeln des Spiels anderen diktieren können. Dass ein Unternehmen mehrere soziale Netzwerke und einen Messenger-Dienst zugleich hat und die Daten miteinander austauscht, das ist zu große Marktmacht, das müssen wir auseinanderschrauben. So,
das ist die Aufgabe des Staats als Schiedsrichter. Die Regeln muss der Staat bestimmen. Der Staat muss auch über die Regeln wachen. Das kann man nicht privatisieren Richtung Google. Wahlkampf bedeutet, dass sich Menschen um dich bemühen. Wahlkampf bedeutet, dass man eine Auswahlmöglichkeit hat. Wie viele Menschen auf der Welt würden sich freuen, wenn es Wahlkampf bei ihnen gäbe? Ich bin total überzeugt von der Marktwirtschaft. Die löst Probleme. Wir müssen nur die Marktwirtschaft so programmieren, dass sie das Problem Umweltschutz und Klimaschutz löst. Gegenwärtig hat die Marktwirtschaft das Problem Wohlstand gelöst. Deshalb glaube ich, dass dieser Prozess, Innovation anzustoßen, am Ende den Klimaschutz sogar günstiger macht, als wenn wir es heute mit Verboten, wie andere Parteien das wollen, auf den Weg bringen. Bis zur Mitte dieses Jahrzehnts, der 20er Jahre, müssen wir bei der Digitalisierung Weltspitze sein, sonst brauchen wir es gar nicht mehr probieren später. Wenn man sich das Programm von Grünen und SPD ansieht, mir fehlt die Fantasie, welches Angebot die wo der FDP machen wollen. Parteien dezidiert links der Mitte und die FDP ist eine Partei aus der Mitte. Wir beobachten die Situation, wir schauen uns die Wahlprogramme an. Aber ich habe ein starkes Argument, das ist das Nein von 2017. Denn anders als Sie interpretiert haben, ist das Nein von 2017 jetzt nicht das Muss, dass man jetzt regieren muss, sondern im Gegenteil ist die Versicherung, dass jeder weiß, die FDP will gerne regieren und wir sind auch nicht fies davor, persönlich Karriere zu machen. Aber auf unser Wort ist Verlass. Wir machen nach der Wahl in der Sache nicht das Gegenteil, als wir vor der Wahl angekündigt haben. Was verbraucht Ihr Porsche auf 100 Kilometer? Ich fahre mit dem Auto 500 Kilometer im Jahr und er verbraucht etwa 8 Liter. Erstaunt Sie, ne? Das ist erstaunlich. Wer nicht geimpft ist, der wird leider in Kauf nehmen müssen, dass sie oder er sich testen lassen muss. Aber wenn Geimpfte, Genesene und negativ Getestete gleichermaßen kein Risiko für ihre Mitmenschen sind, dann verbieten sich dort Grundrechtseingriffe. Testbasierte Öffnungskonzepte hätten uns in den vergangenen Monaten auch bei geringerer Impfquote schon mehr gesellschaftliches Leben eröffnen können. Das Stichwort hier ist das Tübinger Modell, was ja seinerzeit durch die Bundesnotbremse vom CDU-geführten Kanzleramt ja gestoppt worden ist. Und deshalb halte ich auch für den Herbst es für nicht verhältnismäßig, wenn negativ Getestete, nicht Geimpfte wieder harten Freiheitseinschränkungen unterworfen werden. Die Erderwärmung kann nicht gestoppt werden. Denn wir, ein wohlhabendes Land, wir können vielleicht verzichten auf Wachstum oder können uns einschränken. Aber als Realist sage ich, China, Südamerika, Afrika, die werden uns in den Verzichtsweg, Degrowth, nicht folgen. Milliarden Menschen können überhaupt gar nicht auf Wohlstand verzichten, weil sie nämlich gar keinen haben. Wir müssen Technologien, die ja oft schon entwickelt sind, in Deutschland einsetzen als Modellstandort, die dann aber im globalen Maßstab, wenn sie eingesetzt werden, erst die wirklichen Beiträge leisten.
Wir haben Ingenieurinnen, wir haben Techniker, wir haben viel privates Kapital. Wenn wir das auf dieses Ziel konzentrieren und mobilisieren, dann können wir nicht nur unsere eigenen Klimaziele erreichen, sondern wir können Modellstandort werden für eine dekarbonisierte Wachstumsgesellschaft. Wir müssen das Kraftwerk am Netz lassen, weil wir es nicht ersetzen können durch andere Energie. Und da wäre ich gerne derjenige, der schnell durch beschleunigte Planungsverfahren dafür sorgt, dass wir im industriellen Maßstab, zum Beispiel vor der Küste, Windenergie bekommen, damit wir schnellstmöglich verzichten können auf die Braunkohle. Der Markt wird die Braunkohle ganz schnell vom Netz nehmen. Die Aufgabe muss nur sein, durch Qualifikation, durch eine prosperierende Wirtschaft, durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ich denke jetzt an alleinerziehende Frauen, dafür zu sorgen, dass niemand dauerhaft Bezieher eines Mindestlohns sein muss, sondern dass es die Chance gibt, eben in andere, besser bezahlte Jobs zu wechseln. Ich bin offen dafür, dass wir die Behörden, die sich um Geldwäsche kümmern, dass wir die handlungsfähig machen. Bin ich sofort dabei. Aber eine pauschale Bargeld-Obergrenze, dass man den Gebrauchtwagen für 12.000 Euro nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann, direkt, wenn man irgendwo ist, das halte ich für falsch. Da im Übrigen auch in den digitalen Medien nicht einen Zugriff auf den geheimsten und persönlichsten Bereich geben. Die FDP klagt deshalb gerade gegen die Möglichkeiten, die von der Großen Koalition gesetzlich geschaffen worden sind, in Messenger reinzuschauen, weil da Hintertüren geschaffen werden, die im Zweifel nicht nur von Behörden, sondern auch von Kriminellen genutzt werden. Wir brauchen zum anderen auch in Herkunftsstaaten die Möglichkeit, Anträge auf Asyl in Europa zu stellen, um legale Wege in unser Land oder nach Europa zu schaffen. Im Übrigen glaube ich auch, dass wir legale Möglichkeiten für die qualifizierte Einwanderung, also nicht Asyl, eröffnen müssen. Von meinem 18. Geburtstag an bestreite ich meinen Lebensunterhalt selbst. Die Aufgaben, die vor uns liegen in den nächsten Jahren, sind tatsächlich enorm. Es geht um die Bewältigung des Klimawandels, Sie haben es angesprochen. Es geht um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und dabei muss ja eine freiheitliche Lebensweise und dabei muss auch unser Wohlstand, müssen Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wer wird dann wichtige Rollen zum Beispiel für die Finanzen einnehmen? Und letztlich ist die Frage der nächsten Wochen, soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein? Er will die Schuldenbremse aufweichen, er möchte die Steuern erhöhen. Er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen. Oder soll das ein Finanzminister der FDP sein? Ich wäre bereit, das zu übernehmen. Mit dem Respekt vor der Schuldenbremse, mit der klaren Ansage, Steuern sollten im Höchststeuerland nicht erhöht werden, wenn wir Jobs und private Investitionen wollen. Und jetzt können die Menschen urteilen, was sie für das Land für eine bessere Lösung halten. Wie würden Sie 10.000 Euro investieren? Ernst gemeinte Frage. Ich bin kein Anlageberater. Ich rate aber ab, es so zu machen wie Olaf Scholz, Stichwort Sparbuch. Ich würde mir drei ETFs aussuchen. Ein ETF MSCI World, ein ETF Dow Jones, ein ETF DAX.
Wer will, dass unser Land weiter aus der Mitte regiert wird, der darf Schwarz und Grün nicht alleine lassen. Die anderen Sachen, vertrauen Sie mir, sind reine Spekulation, sind Wahlkampfgeplänkel. Die entscheidende Frage ist Schwarz-Grün oder Jamaika. Das ist die Situation jetzt gut 60 Tage vor der Wahl. Und wenn Sie mich da fragen, wofür ich kämpfe, natürlich nicht dafür, dass Schwarze und Grüne es alleine machen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr staatliche Aufgaben und Ausgaben gehabt, nicht da, wo wir sie brauchten, Stichwort Katastrophenschutz oder Bildung und Digitalisierung und Justiz und Bundeswehr, sondern bei der Umverteilung, sondern bei Subventionen. Und da sehen Sie die Aufgabe, die, wie ich glaube, vor allen Dingen von einem liberalen Finanzminister gut geleistet werden könnte, den Ausgabepolitikern auf der anderen Seite zu sagen, erst muss der Wohlstand erwirtschaftet werden, bevor er danach verteilt werden kann. Und deshalb wollen wir genau da ansetzen. Wir wollen beim sogenannten Mittelstandsbau ansetzen, ihn dämpfen. Und zum Zweiten müssen wir dafür sorgen, dass in Deutschland private Investitionen möglich werden. Wir wollen Klimaschutz. Das ist überwiegend eine Aufgabe, wo privat investiert werden muss. Uns geht es darum, dass in unserem Land auch wieder investiert wird. Und für den Handwerksmeister, der den 3D-Drucker anschaffen will, oder den Dachdecker, der eine Drohne braucht, da ist die Einkommensteuer oft auch der betriebliche Steuersatz. Der entscheidende Ansatz ist aber ein anderer. Diese Verteilungsdebatte, die von links geführt wird, die Grünen wollen ja den Spitzensteuersatz auch erhöhen, die da geführt wird, verkennt total, dass die Familienbetriebe die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Und da bekenne ich mich dazu. Jawohl, wer es nicht mag, kann was anderes wählen. Ich halte es für notwendig, dass die Familienbetriebe die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen, die in Klimaschutz investieren sollen, dass die Möglichkeiten bekommen. Und es wird ein ganz starker Grund sein, FDP zu wählen. Es handelt sich nicht um diejenigen, die da von allem profitieren, die Yachten in Südfrankreich besitzen, Villen und Sportwagen, sondern es sind die Menschen, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen. Dass wir dort den Menschen nicht mehr Möglichkeiten schaffen, auch persönlich, selbst wenn es nur ein kleiner Anteil ist, eine eigene Altersversorgung aufzubauen. Und das ist übrigens auch ein Punkt, wo nicht diejenigen, die gut gestellt sind, die FDP brauchen, sondern diejenigen, die sich überhaupt mit Fleiß und Sparsamkeit etwas aufbauen wollen, die können sich an uns wenden. Wer langfristig in Wertpapieren spart und wenn es nur 20 Euro im Monat sind, der soll am Ende den Veräußerungsgewinn nach einigen Jahren steuerfrei haben, damit sich eben für Millionen Wertpapiere lohnen und nicht nur für Millionäre. Die einzelne Aktie steigt, ein Aktienmarkt fällt einmal auch, aber die Idee hier ist ja, global anzulegen, nicht ein einzelnes Papier. Und da kann und sollte sich auch jeder informieren, dass das eine sichere Anlageform ist. Und wir können von anderen lernen. Wie gesagt, Schweden, das ist nun wirklich ein Land, das eher sogar sozialdemokratisch traditionell geprägt ist. Wenn die etwas einführen, ich glaube, dann können wir ohne Sorge uns davon inspirieren lassen. Die FDP hält gar nicht am Verbrenner fest. Die FDP hat nur keine Vorliebe für irgendeinen Antrieb. Und das ist der Unterschied. Wir sagen, wir wollen ein festes CO2-Limit in unserem Land haben. Aber wie dann dieses Budget, das streng limitiert ist, verteilt wird, das möchten wir gerne marktwirtschaftlich entscheiden. Das soll in der Konsumentensouveränität stehen. Denn
unser Problem in Deutschland ist, dass gerade in der Energie- und Klimapolitik, wie Ihre Kollegen von der FAZ schrieben, ein Labyrinth von Regeln, Bürokratismus, Subventionen und Verboten entstanden ist. Darin haben wir uns verloren. Jetzt brauchen wir marktwirtschaftlich, technologieoffen Klimaschutz. Der wird dann auch zu einem Exportschlager für die Welt. Geimpfte, Genesene, negativ Getestete. Da muss ein Lockdown ausgeschlossen sein. Es zeigt sich, dass auch die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen von Lockdowns unterschätzt werden. Seit ich 14 bin, ist die FDP meine politische Heimat. Viele haben nicht das Selbstbewusstsein, auch gegenüber einem Mit-50-jährigen Geschäftsführer zu sagen, das, was sie gemacht haben bisher, das sind überkommene Strukturen. Die haben in der Vergangenheit Erfolg gesichert, können ihn aber in der Zukunft nicht mehr garantieren. Sie müssen umdenken. Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima. Wenn man in der Schule sitzt und man sitzt seine Zeit ab, weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich so vor, als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime. Probleme sind nur dornige Chancen. Nie gab es mehr zu tun.